Ein Kaufvertrag über eine Immobilie ist ein besonders wichtiges Rechtsgeschäft. Daher verwundert es umso häufiger, dass in Österreich der Kaufvertrag auch über eine Immobilie grundsätzlich formfrei abgeschlossen werden kann. Dabei kommt es immer wieder zu katastrophalen Fehlern und darum geht es in meinem neuen Video. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen spezialisiert. Ich helfe Eigennutzern und Anlegern beim rechtssicheren und unkomplizierten Erwerb ihrer Immobilien. In Österreich ist der Kauf einer Immobilie grundsätzlich formfrei. Es handelt sich um einen sogenannten Konsensualvertrag. Das bedeutet, er kommt über die Einigung über Ware auf der einen Seite und Preis auf der anderen Seite zustande. Damit ist das Rechtsgeschäft abgeschlossen und wirksam zustande gekommen. Einen schriftlichen Kaufvertrag, der notariell beglaubigte Unterschriften haben muss, brauche ich eigentlich nur, um ins Grundbuch zu kommen. In Deutschland ist das ganz anders. Da ist das ein Notarvertrag und hat viel strengere Formerfordernisse und ein mündlicher Kaufvertrag über eine Immobilie wäre etwa in Deutschland nichtig. In Österreich ist das Gegenteil der Fall und das führt dazu, dass es immer wieder zu Schwierigkeiten kommt, wenn man vorschnelle Zusagen macht, Verträge mündlich zusichert oder mit Handschlag besiegelt und es sich dann doch anders überlegt. Denn wenn einmal ein Vertrag geschlossen ist, dann kann man grundsätzlich nicht wieder raus, wenn es nicht besondere Widerrufs- oder Rücktrittsrechte gibt. In den meisten Fällen, wenn Konsumenten zum Beispiel untereinander Verträge schließen, dann gibt es normalerweise keine Rücktrittsrechte, außer wesentliche Geschäftsirrtümer. Aber wenn einfach ein Kaufvertrag über eine Wohnung abgeschlossen wird und sich beispielsweise der Verkäufer am Abend am Stammtisch mit seinen Kollegen unterhält und die ihm erzählen, du hast die Immobilie viel zu billig verkauft, dann wäre das kein Grund, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Daher muss man besonders gut aufpassen, was man mit Käufern und Verkäufern ausmacht, was man fix zusagt und was man lieber verschriftlichen möchte. Daher ist es besonders wichtig, sich beim Gespräch über einen Kaufvertrag, über einen Immobilienkauf oder Verkauf genau zu überlegen, ob man tatsächlich ein Geschäft jetzt schon abschließen will oder ob das nur ein Vorgespräch sein soll. Ab da, wo ich eine verbindliche Zusage mache, ist die bindend. Ein Käufer beispielsweise, wo sich der Käufer am Abend anders entscheidet und doch nicht verkaufen will, könnte den Verkäufer auf Einhaltung des Vertrages klagen und umgekehrt könnte ein Verkäufer einen Käufer klagen, der es sich anders überlegt hat und doch eine bessere Wohnung meint gefunden zu haben. Die Schwachstelle von mündlichen Verträgen ist natürlich die Beweisbarkeit, aber nur weil ein Vertrag mündlich abgeschlossen wurde, heißt das nicht, dass ich vor Gericht keine Möglichkeiten habe zu beweisen, dass er abgeschlossen wurde. Da reicht eine Zeugenaussage oder auch meine eigene Aussage und die Aussage, der der Richter oder die Richterin mehr Glauben schenkt, ist auch die, die dann letzten Endes den Prozesserfolg oder die Niederlage besiegeln kann. Idealerweise, wenn man ein Interesse hat, den Verhandlungsverlauf zu beweisen, dann kann man das auf vielfältige Weise tun. Am einfachsten ist natürlich, man macht ein Protokoll oder ein schriftliches Kaufangebot, das beide Parteien unterschreiben und im Nachgang wird dann ein schriftlicher Kaufvertrag erstellt. Aber die Erinnerung sollte sein, Vorsicht bei mündlichen Zusagen rund um Immobilienkäufe oder Verkäufe. Was sind deine Erfahrungen dazu? Hast du schon einmal einen Kaufvertrag über eine Immobilie mit Handschlag besiegelt? Oder bist du selbst schon einmal Opfer eines Vertragspartners geworden, der sich anders überlegt hat, obwohl er eigentlich etwas fix zugesagt hat? Schreib mir eine Nachricht oder einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere den YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Dan.